Was geht, Leute? Hamburg Gangsters und herzlich willkommen, ja, zu einem weiteren Fadel-Teil. Ja, meine lieben Freunde, erstmal frohes neues Jahr, beziehungsweise guten Rutsch erstmal hin. Bäm! Haben wir erstmal voll in die Kamera reingeschossen. Was geht, Leute? Hamburg Gangsters und herzlich willkommen zu einem neuen Fadel-Teil. Erstmal guten Rutsch. Bäm! Hier fast in die Kamera reingeschossen und natürlich, falls ihr das jetzt schon nach Silvester guckt, ein fröhliches neues Jahr. Und ja, wir haben den neuen Fadel-Teil. Ihr seht jetzt gerade, dass wir die beiden schon integriert haben. Ihr habt euch für Kroos entschieden und Marcello. Es waren beide sehr ausgeglichene Teams und dementsprechend denke ich, das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben das Team jetzt ein bisschen hier offensiver. Mal gucken, ob wir ein bisschen defensiv auf der anderen Seite dafür hier arbeiten werden. Aber mal gucken, wie die ganze Folge so laufen wird. Ich möchte nochmal ganz kurz sagen, ich möchte mich bei jedem einzelnen Abonnenten mit Tobi und Danny bedanken, der uns, wie gesagt, in diesem Jahr abonniert. Unmenschliche Zahlen, die dieses Jahr, ich sag mal, vorangebracht worden. Und wie gesagt, wie aktiv ihr seid, wie ihr die liked, wie ihr kommentiert, das freut uns immer mächtig. Oder wie ihr uns auf Facebook, Instagram schreibt, wir schreiben ja auch immer mit euch zurück. Und dementsprechend macht mega Laune das Ganze. Ich würde aber sagen, gut, Silvester kam abgehackt, ein Knall gab es auch, der ziemlich laut war eigentlich. Und zumindest hoffe ich, dass er so zu hören war. Und Tobi ist jetzt gerade ein bisschen stimmlich angeschlagen. Dementsprechend übernehme ich diesen Teil und er macht dafür die fünfte Folge der Fatal-Serie. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein ins Team und bis gleich. So, da haben wir unseren ersten Gegner gefunden und er gleich zwei Fonds. Kolopianka hat er am Start dann und noch den Polen aus der BVA. Ich kann den Namen nicht ganz gerade aussprechen. Mathieu, Ter Stegen, Naldo, Luis Gustavo, Salvio und einige mehr. Mal gucken, wird schwer, aber hauen wir jetzt mal auf die Kacke und hoffentlich kriegen wir jetzt ein paar, ich sag mal, sehr nice Tore zu sehen. So, wir haben hier Lewandowski, der zieht einfach mal vorbei. Lewandowski, jetzt zieht einfach durch und macht das 1:0. Unglaublich. Er läuft nur nebenher, wahrscheinlich den A-Button vergewaltigt. Rennt noch hinterher, versucht nicht mal uns anzugreifen. Hat anscheinend gedacht, wir biegen ein. Oder er hat den A-Knopf vergewaltigt. Eins von beiden, es steht 1:0. Lewandowski am Stissel. So, Neymar hier mit dem Chop erstmal. Mit dem Scoop-Turn kommt er hier durch. Was für ein Ding von Neymar. Oh, und da wird er erstmal gefoult. Neuer, super Parade hier von ihm. Draußen hört man eventuell einige Böller. Ich weiß noch nicht, ob man sie hört. Oh mein Gott, da ist das 1:1 gefallen. So, erstmal eine schöne Kombi rausgehauen. Gut, weitergeleitet. Und das Schuss und dann ist es das 2:1. Gute Kombination, hier konzentriert. Sandro macht's. Hier nochmal zu sehen in der Wiederholung. Zack, perfekt von Lewandowski durchgesteckt. Und Sandro erhöht wieder unseren Torvorsprung. Er schießt drauf, oh, unter die Latte. Sehr schön, Kroos, Toni Kroos mit einem super Pass. Der hier sieht die Lücke natürlich auf Neymar und Neymar. Und der Keeper, Ter Stegen mit einer Glanztat. Nochmal Lewandowski, nochmal. Er kommt durch, Lewandowski, 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 Lewandowski. 3:1. Sehr schönes Ding hier, der Gegner anscheinend total hier so auf dem Fokus, dass er Skills verteidigen muss. Aber das Ganze vernichten wir natürlich, indem wir einfach durchlaufen, weil gegen einen A-Knopf hilft eigentlich nur ein Durchpushen. Also ein Durchrennen und dementsprechend schaffen wir so unsere Tore easy, würde ich mal sagen. Dann gucken wir mal, wo längst wir spielen. Hier längst, zack und Lewandowski 4:1. Was für ein Hammer in den Winkel. Schön hier gemacht von ihm, wie er mit der Schusswende durch zwei durchging. Am Ende hier nochmal zack. Durchgedreht und dann reingehämmert. Der Testing hatte einfach keine Chance. 4:1. Oh, das gibt einen Elfer. Ja, ja, das gibt einen Elfer. Das ist schon korrekt. War ein bisschen doof gemacht. Ich habe gedacht, der wird den anders irgendwie. Ach, shit. 4:2. Ja, gut. Konnte man nichts machen. So, schön. Lewandowski hat Platz. Lewandowski hat Platz. Platz, Platz und macht sicher natürlich. 5:2. Wir wollen natürlich hier noch gute Spieler mitnehmen bei Feld. Das ist klar. Dementsprechend ist ein sicheres Spiel relativ gut, weil es geht danach, nach der Folge, die Tobi drehen wird, in natürlich in die Gruppenphase. Und das wird ziemlich, ziemlich schwierig und ernst werden. Dementsprechend alles mitnehmen, was man mitnehmen kann, würde ich sagen. Und dementsprechend geben wir natürlich auch alles. Oh, Lewandowski schon wieder alleine. Schon wieder alleine. Und wird diesmal umgesetzt im Elfmeterraum, aber es passiert nichts. Stark gespielt. Neuer. Neuer, komm. Was macht ihr denn alle da? Raus, Jungs, raus. Oh mein Gott. Holy shit. Das war knapp. Stark durchgesetzt. Er schießt aber am Kasten vorbei. Er schießt. Oh, Lattenkracher. Raus erstmal. Genau.
So, und das Spiel ist aus. 5:2 gewinnen wir. Es war eine richtig packende Partie. Boah, also das war echt richtig heftig. Man hört noch gerade einen Böller draußen, falls man ihn gehört hat. Ja, Neuer freut sich dementsprechend. Und ja, wir konnten ein paar gute Tore erzielen. Und ja, haben natürlich aber auch Gegentore kassiert. Aber macht nichts. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in das zweite Spiel hinein. So, da haben wir unseren nächsten Gegner. Holy Macaroni, der spielt mit 3 Leuten. War eben noch nicht, also das habt ihr nicht gesehen, aber spielt mit 3 Leuten und das Team dazu richtig assi. Oha, bin ich mal gespannt. Wenn der jetzt packt, was mal und 3 Leute hinschränkt. Holy, ob wir da überhaupt durchkommen, werden wir mal gucken, was wir so reißen können. So, was für ein Fehlpass. Und jetzt hat hier Lewandowski Platz zum Laufen. Der Keeper kommt raus, soweit ich das gesehen habe. Und Lewandowski dürfte das doch eigentlich Safety machen. 1-0 Lewandowski gegen 3 Leute. Also man muss ja sagen, ich spiele zu dritt, aber es kommt doch immer darauf an, wie gut man spielt. Ich glaube, einer von den beiden ist gut, einer von den dreien. Und die anderen beiden sind eher so, dass die Leute eher passen. Hier haben wir einen schönen Lupfer reingemacht. Und ja, mal gucken, was noch so gehen wird. Schön, schön. Doch, der Keeper heftig. Tremmel hält den Ball. So, Toni Kroos wird schießen. Anstatt, dass sie sich zu dritt auf die Linie stellen, machen sie es nicht. Was ich aber ziemlich gut finde, muss ich sagen. Also Respekt dafür. Und ja, Freistoß war so lala eher mit Kroos. So, sauber gesehen. Jetzt haben wir hier viel Platz mit Lewandowski. Ich hoffe, der kann das durchziehen vom Tempo her. Mit den Übersteigern nochmal nach innen, wieder nach außen. Wird gefoult! Und das ist doch hier ein Freistoß und ein Elbow, oder nicht? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Und es gibt einen Freekick. Wir machen den natürlich mit Kroos. Mal gucken, was das wird. Kroos! Trotzdem, der war fast in den Winkel. Schön gemacht hier von Kroos. Sehr schön. Und zieh ab! Oh, da stand sowieso jemand im Weg. Schade. Zack, weiter auf Lewandowski. Der leitet weiter mit der Hacke. Schön gemacht. Der leitet jetzt wieder zurück. Und der schießt einfach mal. Foul! Hey, 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 das ist ein Elfer, oder nicht? Das ist ein Elfer. Ja, sehe, sag ich doch. Und sehr schön. Robert Lewandowski will antreten. Und dann hoffen wir mal, dass wir den Ball reinmetzeln können. Dann hoffe ich, dass es auch funktioniert und wir führen 2:0. Schön, so möchte ich das sehen. So ist das geil, so ist das gut für uns. 2:0 durch Robert Lewandowski, sehr schön. So, schön. Lewandowski ist, glaube ich, ganz alleine. Und der Keeper ist weit draußen, aber Lewandowski, das war ein bisschen voreilig. Das hätte man sicherer machen können. Oh, was für eine Lücke für Neymar. Was für eine Lücke. Wir könnten jetzt wetten. Wir können jetzt wetten und natürlich noch mehr Coins holen, aber wir machen es mit Neymar. Oh, es ist... Was? Das war kein Elfer? Das war doch ein ganz klarer Elfer. Was? Hä? Was passiert denn da? Was ist denn das gewesen für ein Bug? 2:1. Unverdient. Oh mein Gott. Was war das denn für eine Scheiße? Ich habe Vector-Dingens gemacht und er grätscht einfach ins Leere, obwohl gar kein Mann so richtig, sag ich mal, in der Nähe war. Come on. Zack, come on. What the fuck? Wo fliegt der Ball hin? So, jetzt haben wir Platz. Silver. Silver, ja, Silver macht's. Sauberes Ding hier von Silver. 3:1, hier nochmal durchgespielt, hinten ist viel frei und dann schießt er nochmal mit der letzten Kraft, bevor er getackelt wird. Sauber. Schießt, Neuer war weit aus dem Kasten, warum weiß ich auch gerade nicht. Zack, zack. So, schöne Lücke hat sich gebildet, schöne Lücke. Diesmal machen wir es. Diesmal machen wir es, Lewandowski. Lewandowski! Ja! 4:1. Sauberes Ding hier. Sehr schön. Ganz sicher gemacht. 4:1 nochmal am Ende. Die Verteidigung muss man echt lassen. Ist echt offen. In den Angriff läuft es viel besser für sie. Aber bei der Verteidigung, da haben sie zu viele Lücken. Einfach weil sie 3 Leute sind. Manchmal hat es auch Nachteile, wenn man eben halt nicht so gut spielen kann. Hätten die Park de Bas gemacht, sage ich jetzt mal. Und hätten zu dem Zeitpunkt... Hoch jetzt. Was macht Marcello da? Was macht der da? Hätten sie wesentlich bessere Chancen gehabt. Sauber. Wer ist das? Ist es Robert Lewandowski? Anscheinend ja. Hacke, Hacke. Kommt hier trotzdem durch. Kriegt den Ball hier trotzdem. Ja, er kriegt ihn. Er kriegt ihn. Nein, er wird gemantelt von Tremmel. So, wir haben das zweite Spiel gewonnen am Stissel und dementsprechend, ja, gehen wir jetzt gleich zur Paarung, die ihr auswählen könnt, dann würde ich sagen, bis gleich. So, kommen wir nun zu Option A und Option B. Option A ist Arjen Robben und in Form Philipp Lahm und Option B ist Douglas Costa und Diekmeyer. Ja, die Kommentare findet ihr unten im Kommentarbereich, stimmt auf jeden Fall ab. Wir tendieren zwar zu Option A wegen der Effizienz des Teams, wo wir ja schon links Skills haben für Neymar und so, aber ihr seid dran, unten sind die Kommentare und wenn es euch gefallen, würde ich mich sehr über den Daumen herum freuen. War ein tolles Jahr mit euch, ich hoffe noch ein viel besseres, was wir 2016 aufbauen werden und starten werden zusammen.
Und damit verabschiede ich mich dann. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Rutsch und ein schönes neues Jahr. Und damit bin ich raus, euer Hamburg Gangs kommt raus und ciao.